Hohlerö, Freunde, willkommen zurück zu Monkey Island 3. Da hinten ist der Dicke. Sollen wir den mal retten? Sollen wir den mal retten, bevor der blau wird? So. Wie hast du das gemacht? Ach, das war gar nichts. Wirklich, nur ein kurzer Druck unterhalb des Brustbeins, um einen Fremdkörper aus der Luftröhre zu vertreiben. Das ist erstaunlich. Ich verdanke dir mein Leben. Von nun an. Ja? Von nun an soll das als Shreepwood-Manöver bekannt sein. Na. Kann ich mitleben. Nehmen wir den Kieferknacker mal mit. Dankeschön. Und wie geht's dir, Kleiner? Ahoi, ich bin Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. So? So nett, Sie kennenzulernen, Mr. Bill. Bill? Ist das Ihr Piratenname? Bill? Halsabschneider Bill. Ah, ja. Das gibt der Sache einen ganz anderen Touch, oder? Werden Sie jemals zur Piraterie zurückkehren? Vielleicht. Eines Tages, wenn ich den richtigen Kapitän finde. Perfekt. Ich werde Ihr Kapitän sein. Auf nach Blood Island und zu tollen Abenteuern. Kommen Sie mit? Du? Ein Kapitän? Wohl kaum. Ich bin der mächtige Pirat, der LeChuck besiegt hat. Und was kannst du vorweisen? Ich habe massenweise coole Geschichten. Schätze? Immense Berge von Gold und Diamanten? Zepter aus massivem Gold? Irgendetwas? Nun, ich habe diese Münzen. Falsche? ja. Du bist mir vielleicht ein Schatzsucher. Du würdest doch nicht einmal in einem Schmuckgeschäft Gold finden. Ich wette, ich finde sogar hier auf der Insel Gold. Wie viel würdest du wetten? Nun, ich habe diese Münzen. Naja, wenn du mir einen richtigen Schatz zeigen kannst, kannst du wiederkommen. Wollen Sie nicht meiner Crew beitreten? Du hast noch immer nicht bewiesen, dass du etwas Wertvolles finden kannst. Wenn du mir einen richtigen Schatz zeigen kannst, kannst du wiederkommen. Mach ich. Wie sind Sie in die Hairstyling-Industrie eingestiegen? Ich habe eine Anzeige gesehen, in der ein Frisiersalon-Quartett Verstärkung gesucht hat. Wäre das ein Problem für dich? Nein, das muss wohl eine sehr lohnende Arbeit sein. Was soll das heißen? Heißen? Nur das... Weißt du, Haare schneiden und singen muss wohl viel Spaß machen. Es ist jeden Tag wie eine Party. An manchen Tagen weiß ich gar nicht, wohin mit meiner Freude. Mir wird schwindelig und das Gelächter blubbert aus mir heraus wie ein Springbrunnen der Freude und Fröhlichkeit. Okay, anderes Thema. Macht es wirklich Spaß, Friseur zu sein? Man hat ein geregeltes Einkommen. Macht es wirklich Spaß, Friseur zu sein? Man hat ein geregeltes... Okay. Hier, Piratengeschichten. Da hat der Kleine bestimmt irgendwas auf Lager. Piratengeschichten, kennen Sie welche? Okay, eine Geschichte. Ich begann als Seemann auf der MS Wogen des Wollknäuel, die von Puerto Pollo auslief. Der Kapitän war ein Meisterschatzsucher, ein Wahrsager aus einer alten Geheimgesellschaft. Er hatte einen merkwürdigen fünften Sinn, wenn es darum ging, Wertgegenstände zu finden. Wird das eine gruselige Geschichte? Denn ich warne Sie, ich bin bekannt dafür, völlig Fremden in die Arme zu springen, wenn ich mich erschrecke. Ich habe ein Rasiermesser. Gutes Argument. Erzählen Sie weiter. Wir verließen den Hafen ohne Karte, nur durch die scharfen Sinne unseres Kapitäns geleitet. Die ersten Wochen fuhren wir nur im Kreis, bis wir merkten, dass die Goldohrringe der Mannschaft den Kapitän durcheinander brachten. Nachdem wir den ganzen Schmuck, Goldmünzen und Gürtelschnallen über Bord geworfen hatten, kamen wir wieder auf Kurs. Ihr Kapitän muss eine echte Jahrmarktsensation gewesen sein. Viele von uns an Bord begannen, das Gleiche zu glauben. Wir segelten 2 Jahre lang und waren schließlich auf dem Weg zurück zu Plunder Island. Aber gerade als wir anfingen, an ihm zu zweifeln, zahlte er sich aus. Wir fanden einen versunkenen Schatz direkt vor der Küste. Warte eine Sekunde. War es ein enormer Haufen Schmuck, Goldmünzen und Gürtelschnallen auf dem Grund der Bucht? Exakt. Woher wusstest du das? Ich hatte da so ein Gefühl. Tja. Kennen Sie noch mehr Piratengeschichten? Möchtest du die Geschichte hören, wie ich einem nervenden kleinen Piraten die Kehle aufschlitzte, der mir andauernd Fragen stellte? Stört sie etwas? Es war mir ein Vergnügen. Tschüss. Okay, für den kleinen Dicky müssen wir dann einen schönen Schatz finden. Ich habe auch noch so eine Ahnung, wo der sein kann. Aber ich habe ja eigentlich auch eine goldene Freundin. Reicht die nicht? Naja, wie auch immer. So, du dreckige Schüfte! Nun,
Es gibt eine Herausforderung. Auf zum Feld der Ehre. Wähle deine Waffe. Eine Pistole. Cool. Noch eine Pistole. Cool. Und eine weitere Pistole. Cool. Das ist eine andere coole, die nehme ich. Ich wähle diese Pistole. Wenn ich sie besiege, werden sie dann in meine Mannschaft kommen? Die Chancen, dass du mich schlägst, sind so astronomisch gering, dass ich diese Wette annehme. Aha! Und wieder habe ich bewiesen, dass ich der größte Duellant der Welt bin. Tja, das war wohl nix. Na gut, dann versuchen wir es nochmal. Bang! Habe ich sie nicht bereits genug beschämt? Ach. Sie haben mich nicht einmal ansatzweise beschämt. Dann zurück zum Feld der Ehre. Wähle deine Waffe. Pistole scheint ja jetzt nicht so zu klappen, ne? Es ist der Deckel der Pistolenkiste. Den machen wir mal zu. Und was ist das? Es ist ein Banjo-Koffer. Nehmen wir. Ich wähle das Banjo. Akzeptiert. Ehrlich? Okay. Jetzt kann ich mal wieder demonstrieren, dass ich blöd bin. Okay, auf geht's. Achso, ich muss nicht durchspielen, alles klar. 3 und 4. Okay. Ja. 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 Okay, ich bin dran. Alles klar. So. Du bist ziemlich gut, Junge. Mal sehen, ob du da mitkommst. Bruder! Er ist gut. Ich werde ihn nie schlagen. Alter! Was ist das denn? Das ist der krasse Typ, oder was? Puh, er versteht es wirklich, Banjo zu spielen. Okay, ich speichere mal. Weil hier bin ich jetzt gerade wirklich unsicher. Kann ich ihn jetzt nochmal ansprechen? Hallo! Nein. Nee, ich will nicht mit dem Banjo reden, ich möchte mit ihm reden. Na gut. Gehen wir nochmal an den Waffenstapel ran. Holen uns mal die Knarre. Und dann knallen wir ihn einfach ab, wa? Wie wär's? Nee, ey, komm, Junge. So. Ach so, ich kann nicht. Ah, damit ich nicht auf ihn schießen kann. So. So. Jetzt aber. Was? Du hast mein Banjo erschossen. Seien Sie sich da nicht so sicher. Der Schuss könnte von diesem grasbewachsenen Hügel gekommen sein. Bei allen miesen Tricks. Ich habe noch nie von so etwas Niederträchtigem gehört. Ich habe dich völlig falsch beurteilt. Du bist wirklich ein Pirat. Ja. Ich wäre stolz, in deiner Mannschaft zu sein. Nice. Großartig. Ich packe nur diesen Kram ein und mache mich fertig. Und gib mir meine Kanone wieder. Warum das denn? Ich brauche noch 2 Seeleute für meine Mannschaft. Oh, ich dachte, ich kann jetzt mal ein bisschen schön andere Leute abknallen. Ja. Heilige Pest! Sie sind von den Haardämonen besessen. Wovon redest du? Das verfluchte Kopfungeziefer, die Geißel jedes hygienischen Seemanns auf den 7 Meeren. Das ist gelogen. So wahr ich hier stehe, sie tummeln sich auf ihrem Skalp wie ein Haufen elender Seelöwen. Guter Vergleich.
Das erfordert drastische Maßnahmen. Ich hol den Kahlmacher. Na, lasst uns nicht zu voreilig sein. Voreilig? Das ist ein schlechtes Zeichen. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Ich muss amputieren. Nein, du wirst mein A ruinieren. Nein! Ja, aber warum wird er denn da noch rausgeschmissen? Oh, Mann. Ahoi da, ich bin Guybrush Threepwood. Hier, um all deine bösen Piratenbedürfnisse zu befriedigen. Ein Vergnügen, deine Bekanntschaft zu machen, Guybrush. Ich bin Haggis McMutton vom Clan der McMutton. Ich könnte schon einen Haarschnitt gebrauchen. Setz dich, Bürschchen, und ich verpasse dir einen feinen Schnitt. Nee, noch nicht die... Oh Gott. Ja? Ich kann von diesem Stuhl aus nicht sehen. Kann ich mit ihm reden? Währenddessen? Ah, okay. Wie bist du zum Piratenfriseur geworden? Ich verbrachte 10 Jahre an Bord der MS Unbeliebt, dem schnellsten Schiff der schottischen Marine. Und wie hat dir das geholfen, Piratenfriseur zu werden? Wir durchkämmten damit die Meere. Ah. Kennst du irgendwelche mitreißenden Piratengeschichten? Nun, da ist also die Geschichte vom Geheimnis von Bulky Island. Wir waren eine Mannschaft von 2 Männern unter dem Kommando von Big Jake McMoloch, dem mächtigsten Kapitän der Meere. Eines Nachts hörte Captain Jake im Hafen die Geschichte von einem riesigen Schatz, der irgendwo auf Bulky Island vergraben sein soll. Wir setzten Segel, erreichten die Insel innerhalb von 14 Tagen und fanden den Schatz am nächsten Morgen. Bulky Island? Wo liegt das? Du wirst es auf keiner Karte finden. Captain Jake nahm die Position des Schatzes mit ins Grab. Oh, es war ein wunderbarer Anblick. Eine gewaltige Kiste aus solidem Gold. Big Jake sprang in das Loch und warf seine sehnigen Arme um die Kiste, nahm seinen Mumm zusammen, zählte bis 3, füllte seine Lungen und zog mit all seiner Kraft. Das Knacken seines Rückens ließ selbst die härtesten Männer seiner Besatzung das Gesicht verziehen. Bei Einbruch der Nacht lagen wir alle am Strand und wandten uns vor Schmerzen. Warum habt ihr nicht aus den Knien gestemmt? Das wäre was für Schwächlinge gewesen. Der Pirat Angus McAxe war uns nach Bulky Island gefolgt und wollte den Schatz für sich. Der Schwächling benutzte einen Hebel, schnappte sich die Kiste und lachte uns aus, während er sie zu seinem Schiff trug. Und mein stolzer Captain starb völlig verspannt, während er sich dafür verfluchte, dass er nicht stark genug war. Würdest du gerne meiner Besatzung beitreten? Du scheinst in Ordnung zu sein, Guybrush. Aber kein Mann kann mir als Captain dienen, bevor er nicht meinen Respekt verdient hat. Und wie könnte ein Mann das anstellen? Indem er mich in einem jahrhundertealten Test der Stärke besiegt. Okay. Der 500 Meter Eimer voller schwerer Steine Hindernislauf? Nein, ich rede vom traditionellen Highlander-Test der Stärke und der Männlichkeit. Dem Stammwurf. Oh! Oh, in der Schule war ich beim Stammwurf immer der Schlechteste. Vielleicht liegt es daran, dass du noch nicht den rechten Bezug zur Sportart gefunden hast. Weißt du, der Stamm ist ein großes Stück Baum. Wir gehen zum Spielfeld und jeder von uns wirft den Stamm so weit er kann. Derjenige, der ihn am weitesten wirft, ist der Sieger. Das ist der bekloppteste Sport, von dem ich je gehört habe. Und ich habe Kabelfernsehen. Ei, aber mit Traditionen lässt sich nicht diskutieren. Das stimmt. Klingt toll. Fangen wir an. Vielleicht nachdem ich mit deinem Haar fertig bin. Ja, gut. Haggis. Das ist mal ein ungewöhnlicher Name. Ich vermute schon, aber Haggis ist nur ein Spitzname. Mein richtiger Name ist Herz, Leber und Niere, gekocht im Magen des Tieres McMutton. Oh, deine Eltern hatten also ein Mädchen erwartet. Hi. Was ist denn das für ein blaues Zeug in dem Glas? Ah, der gute alte Kammsaft. Ist eine feurige Brühe, in deren vergorenen Schaum schon manch Seemann seinen Meister gefunden hat. Es verbrennt dir die Kehle, es sei denn, du spülst mit Haarfestiger nach. Am besten trinke ich das gar nicht. Das ist wirklich eine hübsche Schere. Ei, es ist meine beste. Die schneidet durch fast alles. Warum steckt sie in der Decke? Manchmal schneide ich die Haare mit solch unglaublicher Geschwindigkeit, dass mir die Schere aus den Fingern gleitet. Tja, okay. Schon gut. Hier ist ein Frisurenbuch. Haarschnitte für den kritischen Piraten. Frühjahrsausgabe. Kann ich den Briefbeschwerer mitnehmen? Ich komme nicht ran. Ja. Ich stehe zu niedrig. Okay. So, und jetzt?
Das dürfte ihn ein wenig ablenken. Ach, hinweg mit diesem untauglichen Briefbeschwerer. Ich muss einen anderen finden. Aber was ist mit meinem Haarschnitt? Ich bin sofort wieder da, Jungchen. Nochmal? Nein, hallo? Was machst du denn da? Guybrush, rauch auf den Stuhl. Sei nicht wieder so eine Memme. Okay, nur wenn das Kreuz rot ist, sonst kriegt er da einen Anfall. Ja. Ja, ja, ja. Nice. Ist auch viel besser als diese Kinderschere aus dem Sumpf. Puh. Ich habe die ganze Insel abgesucht und konnte keinen einzigen Stein finden, der als Briefbeschwerer geeignet ist. Ich sollte mir deinen Haarschnitt dann wohl mal näher betrachten. Gerade fällt mir ein, dass ich noch einen Termin habe. Oh, ich wollte dir außerdem gerade einen französischen Zopf machen. Wie wär's, wenn wir jetzt mal die Highland Games machen? Sicher, dass du nicht meiner Besatzung beitreten willst? Wie ich bereits sagte, Guybrush, nicht bevor du mich im Stammwurf besiegt hast. Dann, ne? Nimm das! Was? Sicher, dass du nicht... Was war das denn? Klingt toll. Fangen wir an. Oh mein Gott. Ja, ja, ja. Nice! Ich würde niemals einem so schwachen Kapitän folgen. Das heißt, wir müssen jetzt wohl ein bisschen pumpen gehen, wa?